das ist, klar, die Möglichkeit bestand, die Möglichkeit war da. Aber verdammt nochmal, wie hätte ich das denn sehen sollen? Na schön, wir gehen hier trotzdem nochmal lang. Vielleicht findet sich ja hier doch irgendwas. Ah, guck mal hier. Hier war eine Stachelfalle mit einer Sackgasse und hier ist Eis an der Wand. Und da können wir hochklettern. Na schön, auch wieder blind dran vorbeigelaufen. Und jetzt sind wir hier, schon wieder mit Feinden. Großartig. Mann, ey. Boah. Voll wie... Oh Gott, jetzt auch noch so einer. Ah, meine Fresse. Oh. Ha, sehr gut, das hat ihn getötet. Das finde ich gut. Das hat mir gut gefallen. Mann, ey. Was haben die denn eigentlich für Waffen hier? Ist ja total übertrieben. Oh, da ist sowas. Ah, das hat leider nichts gebracht. Da, ein sauberer Kopfschuss. So. Wir brauchen diese verdammten Kopfschüsse. Ansonsten haben wir kaum eine Chance. Oh, das ist der Bereich, in dem ich ja schon mal war. Ja, genau, hier waren wir schon mal. Gut, dann schmeißen wir jetzt den Molotow einfach mal dahin, damit hier jetzt nicht die explosiven Fässer hochgehen, weil die könnte ich vielleicht für später nochmal brauchen. Okay. Wie sieht's jetzt hier aus? Da haben wir noch ein bisschen Munition. Irgendwo werden wir uns jetzt hier ranhängen müssen, denke ich mal. Um weiterzukommen, weil letztes Mal sind wir hier über diese Seilwinde gegangen. Aber die ist ja nur kaputt, ne? Da haben wir jetzt das Seil abgerissen, abgeschnitten. Irgendwie sowas in der Richtung. Da oben wollen wir ran. Oh, da können wir sogar ran. Glaube ich. Ja, na klar. Da haben wir uns noch gar nicht umgeguckt. Oh, was haben wir hier? Vielleicht ist hier endlich noch ein Teil der Schrotflinte drin. Fertigungswerkzeug. Was zum Geier ist ein Fertigungswerkzeug? Upgrade-Werkzeug. Werkzeuge schalten neue Waffen-Upgrade-Ränge für alle Waffen frei. Verbessern Sie Waffen in Basislagern. Okay, also ein neuer Skillbaum. Na, ganz großartig. Da kommen wir nicht hoch. Vielleicht hier ist hier Eis? Nein, scheinbar kein Eis. Okay, damit... Da! Eine Leiter. Ha, natürlich. Wenn ich erstmal versuche, eine blanke Felswand zu erklimmen oder mich irgendwie mit meinen Spitzhacken in eine Eisfläche reinzuhacken, dann ist daneben einfach mal eine Leiter. Das ist schon klar, ne? So, hier ist die Schrotflinte drin. Compound-Bogen. Verdammt nochmal, was ist das denn? Ach, ein Typ? Nee, oder? Hä? Eifriger Lerner. Überlebensversteck. Vergrabene Überlebensverstecke erhalten eine Auswahl an Ressourcen. Ach so. Das war ein Überlebensversteck. Da ist der Typ und der hat sich da versteckt und hat halt da sein Versteck, ne? Sozusagen. Und ich konnte anhand seiner alten Ausrüstung etwas über ihn lernen. Über den Neandertaler, unseren Vorfahren oder sowas in der Art. Das ist eigentlich ganz cool. Okay, wir müssen das volle Gewicht abgeben. Gut, wo können wir hoch? Hier zur Seite? Ja, und dann da hoch. Okay, wunderbar. Gut, und irgendwo können wir bestimmt den Kran bewegen. Würde ich mal behaupten. Irgendwo bewegen, dass er kaputt geht und mit runterfällt oder so. Weil dieser riesige Trog, der da an dem Seil hängt, der scheint nicht genug Gewicht zu haben. So, wir schieben den jetzt einfach mal an Anfang. Weil, keine Ahnung warum. Wir schieben den einfach mal in irgendeine Richtung und gucken, was passiert. Ob wir da dann irgendwas mit dem anfangen können. Ich glaube nicht, dass ich ihn runterschieben kann. Wahrscheinlich ist da ein Anschlag. Jo. Ich kann ihn nicht runterschieben. Okay. Und jetzt können wir doch daran den Kran festmachen, nicht wahr? Nee, können wir nicht. Warum denn nicht? Ich dachte jetzt, da wäre ein Seil drum gewickelt. Ach nein, da ist ein Seil drum gewickelt. Okay. Und jetzt können wir den hier nach hinten ziehen und nehmen dadurch diesen riesigen Trog mit. Oder? Nee. Sieht nicht so aus. Aber das ist eine Seilwinde. Warum sollten wir das jetzt wieder hochziehen? Ach nee, es ist das Seil gerissen. Ha, natürlich. Muss man sich natürlich mal überlegen. An diesem Seil hängt ein wahrscheinlich tonnenschweres Gerät dran. Aber wenn eine kleine Frau an dem Seil zu doll zieht, dann reißt es. Macht schon Sinn. So. Okay, und jetzt werden wir das einfach mal hier
irgendwie... Hier ist was zum Drehen, nicht wahr? Müssen wir da hin? Genau, da ist was zum Drehen. Wunderbar. Jetzt können wir das ranziehen und dann das Seil durchschneiden, damit es anfängt zu schwingen und dann hat es potenziell mehr Gewicht. Wahrscheinlich würde das Ding den kleinen Wagen hier auch aus den Schienen rausheben. Aber das macht ja nichts. Okay. Und jetzt, durchschneiden oder ranhängen? Hm, weder noch, wa? Ach nein, jetzt zurückziehen. Oder wie? Warum? Ah, ja doch. Dann wird erstmal der Druck erhöht. Ah! Das Ding füllt sich mit Wasser. Es ist ein riesiger Eimer. Mann, das muss man erstmal kapieren. Was war das denn? Ich hasse es, diese schönen cinematischen Szenen. Und dann versaut man es mit dem ersten Move. Okay, also er hat sich mit Wasser gefüllt und hat deshalb die Tür zerrissen. Das ist schon mal etwas, das ist jetzt ganz clever gewesen. Und hier einfach geradeaus da ranhängen an den Kran, der wahrscheinlich gleich unter dir zusammenbrechen wird. Also schnell, mach, dass du hier wegkommst. Weil wenn der Kran zusammenbricht, dann hast du auch keine Möglichkeit mehr darüber zu kommen. Mal abgesehen davon, dass du sterben würdest. Boah. Komm schon rein da. Und lass dich nicht von dem Stein erschlagen, lieber Himmel. Die Statue muss der unsterbliche Prophet sein. Und das zeigt den Exodus seines Volkes aus der Wüste von Syrien. Sie siedelten in einem verborgenen Tal und bauten eine große Stadt. Kitash. Zum Schutze der Stadt und des Volkes stellte der Prophet eine Armee von Kriegern auf. Aber was ist hierauf zu sehen? Sie halten da nicht die göttliche Quelle. Etwas anderes, aber was? Und seine Krieger schmiedeten für ihn einen Atlas, auf das der Prophet stets seine Stadt kenne und seine Geheimnisse. Eine Karte der Stadt. Vielleicht zeigt sie den Weg zur göttlichen Quelle. Warum würde der Prophet einen Atlas brauchen, um die göttliche Quelle zu bekommen, die ihn erst zu einem Propheten gemacht hat? Also, der Atlas ist doch dafür da, um die göttliche Quelle zu finden, oder nicht? Und der Prophet hat sie doch schon. Sonst wäre er nicht der Prophet. Na schön. Aufwärmen, betreten Sie das Tal. Das bedeutet, wir sind hier tatsächlich kurz vor dem Tal. Und, Es ist ein Wunder, dass das hier alles noch steht. Ja, weil keiner reingekommen ist. Und da wird es scheinbar warm sein. Ich bin sehr gespannt. Da ist eine Falle. Das sehen wir ja schon wieder. Bam. Okay, dann gehen wir halt hier durch. Ich wollte eigentlich einfach durch die Tür gehen. Aber wir machen uns das ja gerne ein bisschen schwer und werden hier einfach mal durchtauchen. Nur tauch schon, Mensch. Es ist automatisch, ich weiß es. Warum taucht sie denn jetzt nicht, verdammt? Das Problem hatten wir schon mal. Ich verstehe das nicht. Tauch, verdammt. Tauchen! Wo ist denn der Tauchtrigger? Da. Mann, ey. Da muss aber irgendwo eine kleine Kante sein, die ihren Kopf unter das Wasser drückt. Ansonsten taucht sie nicht. Und die zu finden ist gar nicht so leicht. Okay, ach so, das ist nur zum Luftholen. Ich dachte, hier gibt's schon irgendwas, aber hier gibt's nichts. Gut, na dann nochmal. Was war das denn eben? Bisschen die Animation festgestockt. Okay, hier können wir wieder raus. Das ist auch kein Problem. Oh, guck mal da. Sonnenschein, Pflanzen und kein Schnee. Cool. Das schreit nach einem anderen Outfit. Sehr geil. Das gefällt mir gut hier. Jetzt sind wir endlich aus der Eiswüste raus. Cool. Da macht dann auch das Klettern noch ein bisschen mehr Spaß. Der Eis und Schnee ist ein schönes Szenario, aber ich mag das lieber, diese
diese staubigen Sachen. Mir hat auch dieses Grab in Syrien sehr gut gefallen. Und das hier finde ich auch sehr, sehr cool zum Erkunden. Gefällt mir besser als Schnee und Eis. Ist ein unverbrauchtes Szenario, Schnee und Eis, wie ich finde. Aber es gefällt mir tatsächlich einfach nicht so gut. Bleib sofort stehen! Ganz ruhig. Du weißt, ich bin nicht von Trinity. Warum sollten wir dir glauben? Ich bin mit einem von euch geflohen. Der Mann hieß Jacob. Wo ist er jetzt? Wir waren zusammen, wurden aber in den Minen getrennt. Sie hat ihn umgebracht! Nein! Jacob würde niemals einer Fremden trauen. Bitte, hör doch, ich bin nicht euer Feind. Ich hab dich gewarnt. Du hättest abhauen sollen. Sophia! Es reicht! Warte! Ich dachte, du wärst tot. Ich bin froh, dass Sie es geschafft haben. Vergeben Sie, Sophia, es ist vorsichtig. An Ihrer Stelle wäre ich genauso. Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch. Wir müssen uns vorbereiten. Sie? Es ist deine Freundin. Auf mein Wort. Dir wird nichts geschehen. Diese Ruinen. Die verlorene Stadt muss in der Nähe sein. Los. Uns bleibt nicht viel Zeit. Waffenlager vorbereiten. Sichert die Festungsmauern. Jetzt! Sie sind fast hier. Und in der Überzahl. Die Kinder und Alten sind am meisten gefährdet. Geht. Und bringt sie in die Katakomben. Macht die Feuer an. Das Tal muss alarmiert werden. Unglaublich. Sophia, sammle unsere Krieger und triff mich dann oben im Dorf. Geh nicht wieder weg, Vater. Es gibt viel zu tun. Wenn wir nie mehr Zeit hätten. Später. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Ich finde ja sowas sehr cool. Kampfvorbereitung und untersuchen Sie das Tal. Ich finde das wirklich sehr cool. So eine kleine Dörfer mitten im Nirgendwo. MP-Komponente. Ach, komm schon. Also ich finde sowas wirklich sehr cool, so eine kleine Gemeinden. Wir haben auf jeden Fall ein neues Basislager entdeckt. Jacob und seine Leute sind zäh. Das muss man ihnen lassen. Trinity ist auf dem Weg. Sie könnten Hilfe gebrauchen. Und dieser Atlas auf dem Wandbild. Wenn er wirklich eine Karte der Ruinen ist, muss ich ihn vor Anna finden. Wenn ich versage, waren alle diese Tode vergebens. Das will ich nicht auf dem Gewissen haben. Na toll, jetzt ist sie eine Kampfmaschine, die lauter Soldaten einer Privatarmee getötet hat und jetzt will sie eine Entschuldigung dafür finden und hofft, dass ihre Reise auch ein vernünftiges Ziel hat, damit die Tode nicht umsonst sind. Das ist ja auch geil. Oh ja. Lautlose Exekutionen sind viel schneller und erledigen Feinde mit unglaublicher Kraft. Okay. Schnellere Exekutierung. So, Waffen-Upgrades. Gucken wir mal. Pistole. So, wir gehen jetzt hier wieder auf Sturmgewehr. So. Und werden das Sturmgewehr upgraden. Auf... Ja, Schussfrequenz. So, wir nehmen jetzt tatsächlich wieder... Modifizierter Schlagbolzen. Wir nehmen jetzt tatsächlich wieder das Sturmgewehr, weil wir brauchen einfach etwas, wenn wir mehr Feinde haben. Und das scheint mir hier die bessere Methode zu sein. Blaues Henley-Shirt wären okay. Lederjacke. Graues Sweatshirt mit Kapuze unter einer dunklen Lederjacke. Lässige Kleidung für ein einfaches Leben. Ja, warum nicht? Das ist für das Tal hier wahrscheinlich ganz vernünftig. Ja. Seht ihr? Das ist für das Tal völlig in Ordnung. Das finde ich gut. Dabei bleiben wir jetzt erst einmal. Wir brauchen uns jedenfalls nicht mehr allzu warm zu halten. Da finde ich das Outfit für ein
für ein Erkunden im Tal ganz gut. Sie wärmen sich trotzdem auf, weil es regnet. Aber gut, das ist halt jetzt so. Lässt sich nicht vermeiden. Gut, dann werden wir beim nächsten Mal das Tal erkunden und wahrscheinlich gegen Trinity kämpfen und dem Volk von Jacob helfen. Und ich hoffe, mit dem Sturmgewehr kommen wir in zukünftigen Kämpfen besser klar als in den letzten. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.